Hier zusammen mit Stefan Iwatz im Rahmen meiner Demexco-Interviewreihe zum Thema, wo stehen wir beim Social Media Monitoring. Stefan, kannst du dich trotzdem kurz vorstellen? Viele kennen dich, du betreibst das Monitoring Matcher, hast das Monitoring Camp mit organisiert, aber magst dich doch kurz einmal vorstellen. Ja, Stefan Iwatz, Berater für digitale Kommunikation, habe zum einen noch das Thema Strategie, digitale Strategie, aber eben auch wirklich Social Media Monitoring, auch mit dem Fokus Tool-Auswahl. Das heißt wirklich zu gucken, welche Tools, meistens sind es mehrere, passen zu den Aufgaben des Kunden und da eben auch objektiv und neutral zu beraten. Das ist so, denke ich, so mein Thema. Und ansonsten, wie gesagt, Monitoring Camp und auch andere Barcamps, das ist so das dritte Arbeitsfeld, aber hier ist, glaube ich, Social Media Monitoring der passende Hebel. Beim Thema Social Media Monitoring bist du auch schon lange dabei. Wo siehst du da den Entwicklungsschienen oder wohin geht es? Wir kommen ja aus der Ecke, wir haben mal klassisch Reporting gemacht von Aktivitäten, die da irgendwo in unserem Facebook-Profil firmenseitig gelaufen sind. Sind über die letzten Jahre dann so ein bisschen stärker hingegangen. Ja, wir wollen tiefergehend analysieren, Dashboards aufbauen etc., weil mehr Leute darauf zugreifen. Ist das jetzt schon Realität und wohin geht's? Also sagen wir es mal so, es ist immer selbst oder es wird langsam selbstverständlich, aber wirklich Realität an allen Arbeitsplätzen ist es definitiv noch nicht. Also ich glaube vom Fokus her, also Social Media Monitoring ist weiterhin auch ein wichtiges Thema. Wir haben auch gerade in Deutschland jetzt im letzten Jahr auch so ein paar Zusammengänge und auch Käufe gesehen. Der Markt fängt also schon langsam an, sich ein bisschen zu bereinigen. Aber ich glaube, dass gerade so dieser Part Engagement, also wirklich einerseits auch wirklich Redaktionsplanung, Redaktionssteuerung, Produktion von Inhalten, aber eben auch Tickets bearbeiten, also sprich Kundenanfragen, so dieser Bereich Engagement wird immer wichtiger. Analytics eben auch, wirklich das Messen der eigenen Aktivitäten und das ist immer noch nicht selbstverständlich, weil in vielen, vielen Firmen ist halt immer noch das Ziel, so und so viel x-tausend Fans haben zu wollen. Und jetzt genau dieser Part, wirklich die eigenen Aktivitäten auch kritisch zu beobachten, zu analysieren und zu optimieren, das ist das, was, glaube ich, jetzt so langsam anfängt, ein Standard zu werden, aber bei vielen wirklich auch noch nach wie vor Neuland ist. Also von daher, das ist eigentlich so der Trend. Social Media Monitoring, habe ich das Gefühl, wird ein bisschen weniger nachgefragt. Also bei den Großen ist es selbstverständlich, bei den kleinen Akteuren nicht ganz so hoch im Stellenwert, aber wirklich so Engagement, Analytics, ich denke, das sind so die beiden Punkte, wo wir, glaube ich, die nächsten zwei Jahre auch noch sehr viel mehr sehen werden. Engagement, sprich die Aktivitätenaussteuerung, das bedeutet ja aber schon, dass ich zuhören muss. Also da ist dann Listening oder Monitoring integriert, ist das richtig? Ja, theoretisch schon, aber das ist genau auch so der Punkt, wo man merkt, dass das auch so vom Trend so langsam erst kommt. Also gerade so viele Engagement-Analytics-Lösungen im deutschen Markt, die eben nicht aus der Monitoring-Ecke kommen, fangen jetzt so nach und nach an, wirklich diesen Listening-Part auch erst so an, das auch zu integrieren. Also das heißt, bisher habe ich halt über mein Tool, was ich da benutze, um meine Twitter-Erwähnungen entsprechend zu bemerken und auch beantworten zu können, wirklich nur für diese Aktivitäten nutzen können. Und dass man im Grunde genommen viele dieser Engagement-Tools können auch gar nicht, können quasi Dritte, ja, das ist, wenn man in der Stadt ist, ne, ja, können im Grunde genommen Erwähnungen, die jetzt nicht ausdrücklich zum Beispiel als Twitter-Menschen oder so auch der Fall sind, so erstmal gar nicht beantworten. Das heißt, das kommt jetzt gerade erst. Beim Thema Analyse, wie siehst du da, wenn wir da oder wie tief gehen können wir denn Social Media überhaupt analysieren, dass es uns noch wirkliche Insight bringt? Ich sehe ja immer so, das ist endlich, weil wir nur einen Datentopf haben. Wenn wir richtig Analyse betreiben wollen, müssen wir den eigentlich immer mit anderen Datentöpfen verknüpfen. Ist das nicht so? Also Verknüpfung ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema, nämlich nicht nur die Daten, die über Social Media auch gewonnen und auch gemessen werden können, sondern eben auch wirklich, was sagt Web-Analyse, also was sagt Google Analytics, was sagen E-Tracker, Web-Track. Die Daten werden noch ganz selten zusammengebracht, mal ganz zu schweigen von den Daten, die ich im Unternehmen selber habe, wo ich jetzt Verkaufszahlen habe und wo ganz selten wirklich auch so diese Vermaschung stattfindet, um wirklich mal zu gucken, gibt es da Zusammenhänge. Also ich denke, das ist definitiv noch ein Thema, wo
eigentlich noch jetzt dieser Bündelungseffekt gerade erst irgendwie auftritt oder gerade erst anfängt. Prima, vielen Dank fürs Gespräch.